Hallo, hallo, hallo. Ich grüße dich ganz herzlich und würde gerne heute mal über ein Thema mit dir sprechen, was so meine Passion ist, wo ich 24 Stunden drüber sprechen könnte, weil ich einfach so lange auf der Suche war nach meinem Seelenplan. Und wahrscheinlich geht es dir genauso, dass du wie die meisten Menschen mehr oder weniger bewusst auf dem Weg bist, deine einzigartige Lebensmission zu erkennen, deine Bestimmung zu erkennen, weil jeder von uns hat eine einzigartige Lebensmission mit hierher gebracht, die nur darauf wartet, ja, entfaltet zu werden, entdeckt zu werden, ans Licht zu kommen. Das mit dem Seelenplan kannst du dir so vorstellen, das ist wie so ein innerer Kompass, der uns auf unserem Lebensweg leitet. Man hat uns das nur nirgendwo beigebracht, wie wir wirklich unsere Mission erkennen, weil das sind natürlich, das ist jetzt keine Elternschelde, ganz, ganz viele Muster und Prägungen und Schleier über uns gelegt worden. Dann haben wir das klassische Schulsystem durchlaufen. Da haben wir natürlich auch nur gelernt, was heißt nur gelernt? Da haben wir gelernt, uns Wissen anzuhäufen. Aber es hat uns dann niemand beigebracht, wie das Leben wirklich funktioniert und wie wir unserer wahren Mission, unserem Herzen folgen. Ja? So. Der Seelenplan ist aber im Grunde genommen wie so ein Navigationssystem, wie so ein Navigationsinstrument, das uns zeigt, welche Erfahrungen wir machen sollten. Also warum wir hier sind, welche Erfahrungen wir im jetzigen Leben machen sollten oder auch wollten eigentlich, um zu wachsen und so wirklich unser volles Potenzial zu entfalten. Und das ist auch eine, kann ich dir von mir selbst sagen, das ist so eine einzigartige Magie, die da geschieht, wenn du mal die Klarheit über deinen Seelenplan hast. Das erlebe ich immer wieder in der Akademie, wo ich ja Frauen wie dich, Männer sind auch herzlich willkommen, aber in der Natur der Sache liegt es, glaube ich, dass immer noch mehr Frauen ich begleiten darf. Das ist immer so ein magischer Moment, wenn es klar wird, ah, das entspricht meinem Seelenplan, das ist mein Ding, das ist der wahre Grund meines Daseins hier. Das sind so magische Momente, wo auch schon mal so ein paar Tränchen fließen, wenn man einfach berührt ist. Ich und natürlich auch mein Gegenüber, weil das sind so Dinge, die wir da gemeinsam machen, gemeinsam auch, ja, nochmal schriftlich auch festhalten. So, ich würde ja hier mal so ein paar Dinge weitergeben, wie du deinem Seelenplan näher kommst. Indem du dir im Grunde genommen schon mal ein ganz wichtiger Schritt, dir Zeit nimmst, in dich hineinzulauschen, um die leise Sprache deiner Seele überhaupt zu erkennen, wahrzunehmen. Weil die Seele, die kommuniziert mit uns über die leise Sprache in Form von Gefühlen. Wir sind nur Meister darin geworden, halt Gefühle zu unterdrücken. Das dürfen wir uns wieder zurückerobern, diese leise Sprache der Seele zu erkennen. Der nächste Punkt ist, dass du dir mal bewusst wirst über deine Leidenschaften, also das, was dir wirklich Freude macht, deine Talente. Ich mag eigentlich das Wort Leidenschaft nicht so sehr, aber also das, was dir wirklich Freude macht, deine Talente, deine tiefsten Wünsche, die in dir verborgen sind und die dich auf deinem eigenen Weg jetzt auch voranschreiten lassen, auf deinem eigenen Herzensweg. Und das ist der Weg, der es dir auch erlaubt, deine Einzigartigkeit wirklich zu entfalten. Das ist der Weg, der es dir erlaubt, deine Einzigartigkeit zu entfalten, der Weg deiner Seele, der Weg deines Herzens und somit auch deine wahre Essenz, deine Botschaft mit der Welt zu teilen. Das hat ja einen ganz gewissen Grund, warum du hier bist. Und Magie des Seelenplans liegt einfach auch darin, dass er uns mit unserem tiefsten Sein, unserem wahren, ich nenne es jetzt mal ein bisschen spirituell, göttlichen Kern verbindet. Und sobald wir uns auch mutig auf unseren Seelenweg begeben, den Weg unseres Herzens, erleben wir so eine tiefe innere Erfüllung, so das Gefühl, wirklich mal ganz bei sich selbst angekommen zu sein. Wir spüren so eine Art Freude, eine Art von energetischer Freude, die ich aus meinem früheren Leben so nie gekannt habe. Weil sobald du deinen Seelenplan klar hast und dir dann auch noch erlaubst, den Seelenberuf daraus zu erschaffen,
Das steht auch unter dem Thema Selbstverwirklichung im Sinne von ich wirke. Ein Seelenberuf hat nichts in dem Sinne mit harter Arbeit zu tun oder mit viel Dinge von denen machen, die dir keine Freude machen, die dir mehr Energie rauben als schenken. Das sind auch Dinge, die hat man uns nie beigebracht irgendwo. Aber das bringt das jetzige Zeitalter auch mit sich, dass immer mehr Menschen wie du auch erwachen und wirklich dem Ruf der Seele folgen wollen. Und daraus kannst du auch deinen Seelenberuf generieren. Seelenberuf ist im Übrigen auch nochmal nebenbei bemerkt etwas, weil das hat mir gerade gestern noch jemand gesagt. Sie hat den Begriff vorher noch nie gehört und sie fand ihn so toll. Und da habe ich gesagt, na ja, kannst du auch vorher noch nicht gehört haben, weil das ist tatsächlich ein geschützter Begriff, den du nur hier bei mir an der Akademie einfach erlernen kannst, deinen Seelenberuf. So, und so bist du dann natürlich mit dir selbst im Einklang, mit dem Leben, mit allem, was ist, mit deinem Sein. Sobald du dir erlaubst, wirklich den Zweck deiner Seele, um es auch mal so auszudrücken, ja, Folge zu leisten. Das klingt jetzt so ein bisschen bürokratisch, aber du weißt, was ich meine. So, und das ist dann wirklich dieser Weg, der darf natürlich auch von viel Freude begleitet sein, von dieser Power und von dieser Energie, die auch in dir verborgen ist, die vielleicht nur bis eben, weil du die letzten Wochen, Monate, vielleicht Jahre schon so viele Dinge gemacht hast, die nicht deinem wahren Kern entsprechen. Aber ich kann dir eins verraten, sobald du dich auf diesen anderen Weg begibst, das ist die Magie dahinter. Ich kann dieses Wort Magie nicht oft genug erwähnen, um dich da zu inspirieren, dass da wirklich auch magische Dinge geschehen. Kommst in Kontakt zu deiner tiefen inneren Weisheit, weil ich behaupte jetzt einfach mal, du bist eine alte Seele, sonst hätte ich dich nicht hier auf diesen Weg in mein Universum einladen können. Du bist so vielseitig interessiert. Du hast ja wahrscheinlich schon ganz viel Wissen angeeignet, hast auch viele Talente und Fähigkeiten. Was dir bewusst ist, du weißt nur bis eben noch nicht, wie du dem Ruf deiner Seele daraus auch folgst oder glaubst noch, naja, das ist ja nichts Besonderes oder welche Geschichte der Kopf einem da auch immer erzählt. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt, weil du eine alte Seele bist, hast du auch ganz viel Wissen und Weisheit aus vielen früheren Leben, woher die auch immer kommen, wo du auch immer gelebt hast, in welchem Körper, zu welcher Zeit. Auch immer, Energie geht nie verloren. Das ist wie auf so einer Festplatte abgespeichert. Und das ist auch der Grund, warum du wahrscheinlich das Gefühl hast, irgendwie muss noch mehr in meinem Leben möglich sein als das, was ich bis eben lebe. Und das sind so diese magischen Dinge, die da entstehen, wenn du wirklich diesen Kontakt zu deinem wahren Selbst herstellst und so mal ganz bei dir selbst ankommst. Ja, also ich kann dich nur ermutigen, dich wirklich auf diesen Weg zu begeben. Wenn du da gerne Unterstützung hättest, nimm gern Kontakt zu mir auf, dann können wir über die Details sprechen. Aber mach dir bitte nochmal bewusst, du bist einzigartig, du hast einzigartige Gaben und Stärken mit hierher gebracht. Und das möchte jetzt ans Licht und möchte geliebt werden. Du bist einzigartig, du bist wunderbar. Ganz liebe, sonnige Grüße. Bis ganz bald. Ciao, ciao.